Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Gestüt, die heute nicht ganz so lang wird, weil Fabi gleich noch seine restlichen Sachen abholt und ich da, wo war nochmal das Futter? Es war hier, ne? Genau, Antibiotikum bräuchte ich nochmal ein paar und deswegen mache ich jetzt die Aufnahme nur noch fix vorher, dass das rendern kann, wenn Fabi da ist. Dann würde ich mal noch gerne ein bisschen Hafer und Gerste nachkaufen. So. Was haben wir hier? Deine Aufgaben. Dein Pferd ist krank. Du hast zugelassen, dass seine Gesundheit auf 0% sinkt oder dass sein Stress auf 100% ansteigt. Du musst es jetzt so rasch wie möglich behandeln. Überprüfe seine Gesundheit, um herauszufinden, welche Behandlung nötig ist. Wenn du zögerst, verschlimmert sich die Krankheit des Pferdes und es wird nur langsam wieder gesund. So, ja, wir haben ja gestern schon gesehen, dass Starlight definitiv heute noch mehr Antibiotikum braucht. Das habe ich gekauft. Ach nee, Starlight ist schon wieder gesund. Oha. Das machen wir am besten mal mit dem Wasserschlauch sauber. Ihr bekommt jetzt erstmal... was zu futtern. So. Mal wieder etwas beschleunigen hier. Dann kümmern wir uns noch wieder um die Fohlen. Wir machen jetzt heute wieder so eine Standardfolge. Ohne Ausritt oder sowas. Dann gucke ich mal, dass ich vielleicht morgen mal ein bisschen weniger mache, dass ich unser Fohlen noch trainiere und ansonsten eher mal Starlight noch ein bisschen trainiere. Und vor allen Dingen Pflege. Morgen mache ich eine Pflege- und Ausreitfolge, hätte ich jetzt gesagt. Dann wiener ich die beiden nochmal auf Hochglanz. Putze die mal richtig raus. Das wird dann unsere morgige Aufgabe. Ich weiß, normalerweise sollten die Pferde jeden Tag ordentlich geputzt werden, aber das kommt hier etwas zu knapp. Denn ich weiß nicht, ob ich hier irgendwann noch so eine Art Stallpersonal einstellen kann. Ohne ist es auf jeden Fall hart, die Aufgaben alle zu absolvieren jeden Tag und zu gucken, dass wirklich kein Pferd zu kurz kommt. Das ist dann schon tricky. So, 6 von 8. Und 7 von 8. Und das ist auch direkt auf der Innenbahn. Dann haben wir unser erstes Fohlentraining schon mal durch. Ja, super. Dann holen wir uns nämlich jetzt schon mal, unsere Futter und Medikamentekosten wieder rein. Bin ich mal gespannt am Ende des Tages, ob wir dann, ja, müssten eigentlich trotz allem Gewinn gemacht haben. Vermute ich. So, kommen wir ein bisschen nach innen, dass wir etwas schneller an dem Punkt sind. So, nach außen. Oh, das Fohlen reagiert prompt hier. Das hat schon eine gute, hat der Besitzer schon eine gute Vorarbeit geleistet, bevor er es zu mir gebracht hat. Ich bin überzeugt davon, dass er das auch sehr gut selber hinbekommen hätte. Aber schön, dass er mir das Vertrauen entgegenbringt, dass ich das machen soll. Ja, doch, alles gut. Ja, super. Hätte ich jetzt wieder umdrehen können eigentlich, aber ich finde halt nach rechts, so im Uhrzeigersinn ist echt komisch. Also gegen den Uhrzeigersinn mag ich wirklich deutlich lieber. Das habe ich ja schon mal gesagt und das ging ja den meisten anderen von euch auch so.
Wahrscheinlich, weil der Mensch halt einfach ein Gewohnheitstier ist. Und ich meine, wir sind es gewohnt, von Anfang an nach links zu longieren hier in dem Spiel. Ich meine, klar, im echten Leben ist es so, dass man beide Hände gleichzeitig, gleichmäßig eigentlich sich drum kümmern sollte. Stall säubern müssen wir auch noch. Das machen wir schon noch. So, Massage 138. So. Gut. Und einmal nach oben. Ja. Sehr schön. Und wir gehen zur Seite. Mal gucken, ob wir... Ja, ich glaube, wir müssen bis nach ganz unten. Ich finde das irgendwie... Ach, jetzt ploppt das übrigens bei mir wieder in Steam auf. Wahrscheinlich hat sich das in den Optionen wieder umgestellt. Als Steam jetzt ein Update gezogen hat, finde ich dann aber doof, dass ich dann alles wieder neu einstellen muss. Weil eigentlich hatte ich das eingestellt, dass man nicht sieht, wenn jemand irgendwie online geht oder sowas, weil ich das persönlich als sehr, sehr störend empfinde in den Aufnahmen schon. Na, weiter zum hinteren Bauch, zur Flanke hin. Ist hier wieder die Beine oder wie? Ja, noch weiter runter. Es ist voll die komische Stelle zum Massieren. So, aber wir haben es hinbekommen. Und wir haben noch ganz ordentlich Geld zurückbekommen. So. Er möchte 75% Hannoveraner, 25% Andalusier, dunkelgrau gescheckt. Oha, das wird schwierig. Komm, so haben wir es wenigstens halbwegs getroffen. Haben wir 59 Credits Gewinn gemacht. Na du? Nein, nicht verkaufen. Hohohoho. So, zum aktuellen Zeitpunkt liegt Sunshine noch knapp vor Solana. Vom Namen hier für unsere kleine Maus. 14 Mal trainieren müssen wir jetzt. Wow. Das scheint von Tag zu Tag mehr zu sein, was wir mit unserem eigenen Fohlen machen müssen an Training. Und vor allen Dingen müssen wir es generell auch mehr trainieren. Also ein Training geht länger als das Training von Fremdfohlen. So, aber ich bin ja wirklich mal gespannt. Wie es denn ist, sie nachher zu reiten. Vor allen Dingen, ihr habt mir gesagt, es sind, manche haben gesagt, es sind 5 Tage, manche haben gesagt, es sind 7 Tage. Das ist jetzt hier bei mir der 3. Tag. Wie lange wir noch warten müssen, bis sie halt geritten werden kann. So, und weiter. Sehr gut. Und dann gucken wir nämlich gleich, dass wir noch die Stallungen misten, die Boxen misten. Und dann werde ich nämlich heute gar nicht mehr so viel machen, eben aus dem Grund, dass ich gleich eigentlich nicht mehr aufnehmen sollte, wenn Fabi da ist, sonst kommt er nicht rein. Das wäre ungünstig. So. Immer schön weiter. Einmal nach außen, beziehungsweise in die Mitte schicken. Ich muss jetzt mal schauen. Meine Freundin hatte mich gestern gefragt, wann ich dann mal mitkomme in den Stall, die dir das Fohlen hat.
Da gucke ich auch. Also ein Bild werde ich bestimmt mal noch machen dürfen. Ich muss mal schauen, ob ich auch ein bisschen dann filmen kann. Ich weiß auch noch nicht, ob ich dann vielleicht auch selber reite. Sie hat ja noch zwei andere Pferde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die momentan bei ihr stehen oder ob eins gerade in Beritt ist. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also eins ist auf jeden Fall da. So. Und unser letztes Training für heute. Gut gemacht. Ach, guck, da ist der Tag schon zu Ende. Wir konnten gar nicht mehr ausmisten. Krass, ne? Ja. Aber wir haben 304 Credits Gewinn gemacht. Das ist doch auch schon mal nice, auf jeden Fall. Ja, wir müssen heute ganz, ganz dringend den Stall sauber machen. Und Starlight ist anscheinend doch noch krank. Oder wieder krank. Naja, gucken wir auf jeden Fall morgen mal in der Folge. Morgen machen wir wirklich so eine richtige Betüdel- und Pflegefolge. Da gucke ich mal gar nicht so sehr darauf, dass ich so mega viel Geld verdiene. Sondern eher darauf, dass ich mich gut um die Pferde kümmere. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.